Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deiner letzten Helden. Heute ist ein Backerl angekommen und zwar vom Bodentadler aus Dattendorf. Und ich glaube, ich weiß schon, was drin ist, aber ich bin sehr gespannt, einmal das Ganze auszupacken, mir anzuschauen und dann mal auch vielleicht mit euch zusammen das Ding das erste Mal auszuprobieren. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Gut, dann schauen wir mal, was da drinnen ist. Was für ein Überraschung, eine Armbrust. Dabei ist eine Optik. Aha, die Bolzen. Okay, und da fangt es dann schon an mit Teilen. Das ist der Köcher für vorne. Und da ist schon der Rohre. Nehmen wir so mal den Armbrustkörper. Im ersten Moment, was ich jetzt so sehe, bin ich extrem positiv überrascht. Schauen wir mal, wie man das Ding zusammenbaut, dass man keinen Blödsinn machen. Ist klar, man nimmt den Bogen verkehrt rum, drückt ihn da rein, dreht das Ganze um. So, und jetzt haben wir es gleich eingebaut. Richtig, das kommt gar nicht zu zogen wahrscheinlich. Tja, wenn man das hat. Naja, ich mag das, glaube ich. Was ich cool finde bis jetzt, die ganzen Trümmer machen wirklich einen extrem wertigen Eindruck. Ich finde es immer geiler, was da alles mit dabei ist in dem Paket. Eine Optik, die funktioniert. Das ist mal fest. Ja, und dann ist man eigentlich schon fertig mit dem Zusammenbau der IKEA Archery Check 2. Ja, und jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt werden wir das Ding einmal anfangen zum Ausprobieren. Dann hätte ich vorgeschlagen, schauen wir mal zunächst, wie genau denn das Ding eigentlich ist. Ich denke mal, aus ungefähr 15 Meter Entfernung, so wie das da ausschaut, relativ genau trifft, passt, bin ich glücklich. Na, dann das aufs Nächste. Ui. Leider verbogen, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Info an mich selber, solche Sachen können dazu führen, dass der Pfeil kaputt geht. Macht Spaß, aber ist vielleicht nicht das Allerschlaueste. Wieder was gelernt. Ja, na gut, das war's auch schon wieder für heute. Eher eine kurze Folge, auch darum, weil wir ein Special geplant haben, wo wir ein bisschen genauer auf die Armbrust eingehen, sie ein bisschen austesten, schauen, wie man die Optik einstellt. Des Weiteren haben wir geplant, die Armbrust gegen unterschiedliche Bögen von Chris antreten zu lassen, zu schauen, welche ist schneller, was trifft genauer und was macht mehr Spaß. Wie gesagt, das kommt, da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir endlich geschafft haben, auch was zusammen zu machen. Das wird jetzt herkommen. Spannend. Naja, wie gesagt, ich bin soweit zuerst zufrieden. Ich glaube, für 130 Euro das Set, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das macht alles wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Schauen wir mal, wie es im Dauertest sich tut. Und ich halte mich natürlich auf dem Laufenden. Und da gibt es sicher auch einen ganzen Haufen zusätzliche Videos damit. Ja, soweit war es einmal. Sollte es euch gefallen haben, bitte ein Like oder ein Abo da lassen. Das würde uns sehr freuen und sehr helfen. Und ja, wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Grüß euch.